Hallihallo, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed. Wir haben in der letzten Folge hier mit Oswald so ein Lager geplündert. Und jetzt stellen wir uns Rüd. Das ist zumindest der Plan. Na, dafür müssen wir nach Nordwig, Dunwig, irgend sowas war das hier. Mensch, wo war das? Da. Dunwig, ja. Wer? Ein Schnellreiseziel hin? Nö. Okay. Das heißt, die Richtung sieht irgendwie praktischer aus. Hopp. Logo. Komm her. Straße folgen und zum Questziel. So, in der Stadt können wir eh nicht großartig schneller reiten, deswegen kann das unser Doggo mal schön alleine machen. Und dann gucken wir mal. Im Endeffekt würde der jetzt auf den Kampf gegen Rüd hinauslaufen, nehme ich mal an. Ja, wir haben ja am Ende der letzten Folge auch noch rausgefunden, dass Rüd wohl der Ex-Mann, weiß nicht, ob man das damals schon genannt, so genannt hat, von Valdis ist, der Anvertrauten oder die Oswald heiraten soll. Mal gucken, wie sich das da entwickelt. So, Doggo rennt. Das ist schön. Müssen hier halt zu Fuß. Das ist nämlich mal einer von den Orten, wo ich noch kein Schnellreiseziel habe. Und das habe ich da keins gesehen. Ja. Ansonsten können wir jetzt erstmal die Natur. Hey. Hey. Da vibriert der Controller. Aber wir sind auch anscheinend gleich da. Also von daher war ja nicht so lang die Reise. Das sieht aber auf jeden Fall nach einer krassen Feste aus. So, ein bisschen verwittert und eingestürzt, aber es ist eine krasse Feste, in der noch eine Fähigkeit lungert. Wir müssen die, glaube ich, erstmal kalt machen, kurz. Komm mal her, ja. Oh. Jetzt hinter sich. Kampfen. Ach. Und zurückstechen. So, da hinten ist ein Bogenschütze. Rüds Männer haben alles verwüstet. Ich fühle mich schon stärker. Gut. Kurzer Kampf. Und ich glaube, für den restlichen Weg brauchen wir Wolfi jetzt nicht. Eivor, du bist da. So. Mal gucken, er wollte ja das Feuer entzünden. Lasst uns das Feuer entzünden. Oha. Das mache ich. Ihr übernehmt das Reden. Rodir, Valdis und ich suchen den Hafen ab, damit wir keine Überraschung erleben. Und Oswald und ich werden hier ausharren, bis das Feuer brennt. So, klingt doch erstmal nach dem Plan. Das vordere Tor wird streng bewacht. Da kannst du nicht einfach rein. Ich finde einen Weg. Wir halten dir den Rücken frei. Danke. Okay. Töte Rüds Clanmitglieder. Ja, ich dachte, wir sollen das Feuer entzünden. Oh, okay. Anscheinend sollen wir die einfach nur killen. Dunwig. Dann also Rüds Männer ausschalten und das Feuer entzünden. Okay, Haupteingang nehmen wir nicht. Wir machen das hier mal so
Sneaky Sneakball-mäßig. Oh, dann drücken wir halt von unten ein. Können wir schon mal irgendwas wegziehen, das ist doch schon wieder schön. Wahrscheinlich finden wir jetzt gleich direkt die Fähigkeit, die wir eher gesucht haben. Nee, das ist einfach eine normale Truhe. Ein bisschen Erz, ein bisschen... Oh. Licht. Die Fackel brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht mehr. War eine Tür, oder? Nee. Das war ein Gitter. Ah, hören wir hier mal hoch. Sehr sehe ich hier noch. Keine roten Punkte. Wo denn? Na gut, wird wohl doch nichts mit Sneaky Sneakball mäßig. Da ist der zweite. Machen wir uns mal weiter. Das ist der Speerträger. Nee, das ist ein Bogenschütze. Oh, gib mir stärker! Das mit dem Kettenattentat funktioniert immer nicht so geil, wenn die so dicht zusammenstehen, ne? Den Hammer. Hier gibt's Pfeile. Den Trauerbringer haben wir. Oh, cool. Kupfernickelbahn. Hallo, lass mich doch hier runter. Okay. Hier rein. Ah, der zieht irgendwie... Oh ne, wir haben Schlüssel. Wo haben wir, wir den her? Er ist da. Rennen und packen. Das müsste ja schon Stufe 2. Ja, steht ja auf Fähigkeitenverbesserung. Da können wir Leute durch die Gegend schubsen. So. Wo waren hier oben? Ich sehe... Da. Kettenattentat nicht an? Der war ja jetzt eigentlich weit genug weg. Dachte ich zumindest. Müssen wir gleich nochmal gucken. Zack! Den nächsten niedermetzeln.
So, ich guck mal wegen Kettenattentat, das irgendwie aktuell nicht drin habe. Fortgeschrittener Meuchelmord, Kettenattentat, doch, ist drin. Hm. Da unten ist noch einer, da ist auch noch einer. Uiuiuiuiuiui. Haben wir. Ah, vor dem kommen wir nicht mehr weg. Na gut. Können sie ja auch. Oh, das hätten wir noch assassinieren können. Komm ran hier. Stirb durch meinen Schwiederhammer. So, wir haben noch drei. Dann gucken wir mal, ob wir die noch so wegkriegen. Einmal kurz ins Gebüsch steppen. Ja gut, der steht natürlich wieder super. So. Bleiben noch zwei. Doch nicht immer so laut. Ja, komm. Hä? Der Typ. Der pennt hier. Das ist natürlich dankbar. Aber auch sogar schön um die Ecke gezogen. Sobald das Feuer brennt, sollten die letzten von Rüths Männern kommen. So, das heißt, wir dürfen hier wieder runter. Hui. Oh, guck mal. Sogar noch was zum Plündern hier. Nee, so weit runter wollen wir nicht. Hier können wir runter. So. Und das heißt, wir schmeißen hier eine Fackel rein. Cool. Ja, und jetzt müsste ja Rüd irgendwann hier auftauchen. Schätze ich mal. Odin schenkt mir einen Handel. Ein paar tote Männer zu meinen Füßen für das also Rüd. Engler und die Rückkehr meiner Braut. Welch ein Tag! Du, dich kenne ich nicht. Ich bin Eivor. Genau, wir schieben das. Wir schieben das erstmal alles auf Oswald. Mal gucken, wie er das regelt. Wer rief nach mir? Warst du es, Valdis, meine Geliebte? Warum sollte ich dich rufen, nach 5 glücklichen Jahren fern deiner stinkenden Eier? Ich rief dich, Rüd. Du? Oswald, der hoffnungsvolle König von East Engla? Und Valdis zukünftiger Gatte. Nimm deine Männer und geh. Nimm deine Männer und geh, oder du... Es wird nicht an Plünder. Nimmst deine Männer und fährst. Müsste ich zurück nach Danmark, ohne etwas vorweisen zu können, nachdem ich so weit gereist bin? Du bekommst mein Gewicht in Silber und eine große Menge Vieh und Korn. Oh, das ist doch ein netter Handel. Ich habe bereits das 10-fache davon genommen. Was ist der wahre Preis? Ich mach dir ein Angebot, Saudarm. Ein Holmgang, nur du und ich, um die Zukunft deines Königreichs. Ich nehme an. Oha. Ich nehme an. Ein Kampf bis zum Tod. East Engla ist der Preis. Ihr habt es gehört. Es ist eingehaselt. Das Feld ist bereit. Bei erster Gelegenheit führe Valdis und die Brüder in Sicherheit.
Sie sollen heute nicht kämpfen. East Engler braucht sie. Lass mich für dich kämpfen. Ich glaube, das war keine so gute Idee. Er forderte mich. Auf dein Zeichen, König der Scharfschütze! Ich bin bereit! Ich ahne nichts Gutes. Warum hat er eigentlich Doggos? Ah, schön nochmal geblockt. Und noch ein Sachsenkönig beugt das Knie. Oh. Aber er bemüht sich, das muss man ihm lassen. Nenn mich König, bevor ich dich ausweide. Du kämpfst also dreckig. Oh oh. König Rüd befiehlt, dass du stirbst. Oswald! Greif mir jetzt ein. Oh Gott. Er kämpft mit allen Mitteln. Los, jetzt! Auf zur Brücke. Los, los. Bewegung. Ich laufe doch. Wo müssen wir denn hin? Wir rennen einfach mal durch. Hatten wir eigentlich alles mitgenommen? Ich weiß es nicht. Das war eine interessante Wendung. Damit habe ich jetzt nicht mehr so gerechnet, muss ich ja ehrlich sein. So, da ist Nummer 2. Kommt Nummer 3. Okay. Moment. 3? Da fehlt doch noch einer. Sie und die beiden Brüder wussten hier Niefen. Was siehst du da oben, Sönin? Da verfolgt uns einer. Totstechen und stampfen. So, reicht das jetzt? Kommt noch einer. Oder müssen wir vielleicht runter und Oswald retten? Das wäre ja höchst eigenartig, wenn er jetzt echt tot wäre. Was siehst du? In der Festung ist niemand mehr. So, wo ist denn der Turm da? Liegt auf jeden Fall wer. So, wir probieren noch mal dahin zu gehen jetzt. Okay, irgendwie geht das nicht. Gucken wir mal nach da unten, ob Oswald noch lebt. Und wenn da unten jetzt nur Schiff ist, dann gehen wir einfach nochmal in die Feste rein und killen da nochmal alle. Wie ich überhaupt? Da mussten wir lang.
Oben ist noch einer. Okay, auf nach oben. Ich sag doch, da fehlt noch einer. Das ist wahrscheinlich Finn da oben noch. Der hat irgendwie nicht geschafft, hat mitzukommen. Hier sollte ich vorsichtig sein. Okay, das ist natürlich dann immer belastend, sowas. Wenn die NPCs wieder dumme NPC-Dinge tun. Muss ja auch auf alle aufpassen, wie auf kleine Kinder, ne? Wirklich. So. Ja, ich weiß, dass du mich siehst. Okay. Jetzt siehst du mich anscheinend nicht mehr. So, wo ist denn der fehlende Typ? Da unten. Ach, der hat sich wehgetan. So, lauf. Dann halten wir die hier ein bisschen ab, ihn einfach zu töten. Hallo, stampfen. Nochmal stampfen. Jetzt geht das. Das hab ich gar nicht vor, ich hau euch alle zu Brei hier. Beziehungsweise mach aus euch Hackfleisch. Haben wir auch. Komm her, ja. Ich werde nicht müde. Hinter uns ist auch noch einer. Geh nochmal. Mehr, du Saubatzen. Sehr schön. So, jetzt sollten wir eigentlich zumindest alle da unten haben und hoffentlich ganze Szenerie abschließen können. Sie fallen zurück. Sie haben aufgegeben. Ja, aber wie gesagt, da war schon eine krasse Wendung. Wir sind weit genug weg. Ruhen wir uns kurz aus. Vaitor, er hat gut gekämpft. Mit der Wut eines Waldbrandes. Wir sollten zurück. Aber was sollen wir da jetzt noch, ist die Frage. Na, er könnte überlebt haben. Oswald könnte überlebt haben, Rüd ebenso. Es ist möglich. Rüds Männer werden ihren Vorteil ausnutzen. Wir müssen bereit sein, wenn sie angreifen. Wir gehen nach Norwig. Wir treffen uns dort, wenn du kannst. Okay. Er starb als Held, so viel ist sicher. Wenn sein Gott ihn nicht will, Odins Schildmeiden würden ihn nehmen. Ja, das denke ich auch. Irgendwer wird sich seiner Seele schon erbarmen. Man hat er krass gekämpft. So, wir haben wieder zwei Fertigkeitspunkte. Die wollen wir gleich wieder verteilen. Was hatte ich denn gesagt, wo ich lang wollte? Was ist da eigentlich? So Berserker-Alpha. Oh, die Geschichte war eigentlich auch ganz cool. Nehmen wir die hier erstmal mit. So, wenn wir zwischen Bogen und Nahkampf wechseln. Wo sind sie denn? Ach, da hinten wieder. Ja, wir quatschen mal noch mit denen auf jeden Fall. Gucken, wie das jetzt weitergeht. Ich denke ja. Ich denke ja, die
Ich glaube nicht, dass beide tot sind. Einer von beiden lebt auf jeden Fall. Also was heißt auf jeden Fall? Davon gehe ich jetzt mal aus, dass da nicht irgendwie beide draufgegangen sind. Aber mal schauen. Wir sprechen mit Finn. Der da vorne wieder ist. Oh, guck mal, Doggo. Lange kein Doggo mehr gestreichelt. Ja, aber das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Jetzt. Noch ein verlorener König. Ja, noch ist er nicht verloren. Du solltest nicht ständig in Med wagen. Wie soll ich Jarlhalf dann gegenübertreten? Ich enttäusche ihn schon wieder. Im Notfall vernichten wir einfach den Clan von Rüd. Bevor sie uns angreifen. Leichter gesagt als getan. Seine Männer haben sich in Kastelburg verschanzt. Einer Festung umgeben von Wasser. Im Wasser? Dann muss es einen Hafen geben. Allerdings. Geschützt durch ein Tor aus schwerem Eisen. Flankiert von spitzen Holzpfählen. Sehr schwer aufzustemmen. Holz brennt. Das tut es, aber wie kommen wir dahin? Wir tränken den Bug deines Schiffes mit Öl und lassen es brennen gegen das Tor segeln. Sie würden uns kommen sehen, lange bevor wir die Mauern erreichen. Dann stellen wir eine Fürth auf, eine Armee aus den Bauern East Englas. Wir schicken sie als Ablenkung gegen das Haupttor. Sachsen, die für einen Haufen Dänen ihr Leben riskieren? Unwahrscheinlich. Klingt aber nach einem coolen Plan. Ich glaube, die Szenerie kenne ich sogar schon. Wenn sie in Oswalds Namen kämpfen, wird ihnen das mehr als genug Mut verleihen. Ihr da! Habt ihr von Tan Oswalds Schicksal gehört? Ja, er nahm Rüd, diesen dänischen Teufel, mit sich in den Schlund der Hölle. Immerhin. Rüd mag in der Hölle schmoren, doch sein Clan plagt East Engla weiter. Schließt ihr euch uns an, um seine Hunde aus eurem Königreich zu treiben? Für Oswald? Ei, ohne Zögern. Was? Wir stellen den Hammerarmee auf. Wir haben eine Chance. Ich reite nach Elmenham und sammle dort Oswalds restliche Männer. Wer würde sich uns noch anschließen? Der Greve von Theodford. Winston. Ein verbitterter alter Mann, doch er würde bis zum letzten Blutstropfen für sein Land kämpfen. Schlagen wir einen Vorposten bei den Ruinen nördlich von Kastelburg auf. Okay, das klingt nach einem Plan. Wir suchen diesen Greve auf. Hoffentlich ist Theodford von Rüds Gräueltaten verschont geblieben. Hoffnung ist rar gesät in diesem Königreich. So, wir sind ja sowieso noch innerorts. Wie weit ist das denn? Ach, eigentlich gar nicht so weit. Ja, wir schauen mal. Wir schauen mal, was uns da erwartet. Mal gucken, wie lange das jetzt dauert. Ob wir danach schon Schluss machen oder ob wir den Angriff noch durchziehen. Aber ich glaube, wir machen Schluss, sobald wir da in Fjordfort sind. Den du ihnen gabst, Finn. Vergiss das nicht. Meine Aufgabe war es, einen König zu finden und nicht ihn vor allen Gefahren zu beschützen, die da lauern mögen. Oswald war noch nicht gekrönt. Autoreiten funktioniert auch wieder super gut. Nicht. Ja, ja, du musst es mir nicht unter die Nase reiben. Ah, da sind wir ja schon. Da vor uns. Holzrauch und Asche. Rüds Männer waren hier. Vorsicht, Rüds Clan könnte noch in der Nähe sein. Okay, wir steigen anscheinend ab. Die sind alle grün gemarkt, also ist das nicht Rüds Clan. Ihr habt wirklich Eier, hierher zu kommen. Eure Leute haben das angerichtet. Rüds Clan ist ein Gegner, nicht ich. Ich komme im Namen des verstorbenen Oswald von Elmenham. Doch du bist von Kopf bis Fuß dänisch. Deine Einmischung führte zu Oswalds Tod, was die Lage unseres Königreichs noch verschlimmert hat. Oswald starb, als er euch beschützte. Oswald starb bei der Verteidigung East Englas. Bei deiner Verteidigung. Die glaube ich am ehesten. Diese, er war mein Verbündeter, kann jeder sagen. Er ist tot. Also, ob er nicht mehr beweisen soll. Wird fallen, wenn gut, Finn könnte das bestätigen, aber. Kämpf mit mir, um sie zu vertreiben. Für Oswald und deine Familie. Finn ist ja auch ein Däne, glaube ich. Schöne Worte, so. Däne.
Der Däne? Also nicht. Doch. So irgendwie zumindest so ein halber Däne. Falls du eine Axt brauchst, ich stehe bereit. Im Osten ist ein Dorf, Kuningsfrost. Es wurde vor 2 Wochen von Rüds Männern eingenommen. Ich werde nicht ruhen, bis das Dorf wieder uns gehört. Lass meine Männer und mich das erledigen. Spar deine Kräfte und schließ dich uns in der kommenden Schlacht an. Oha. Ein kühner Vorschlag. Wenn du hältst, okay, also du kommen wir eh nicht mehr bis zu dem Angriff durch. Ich überbringe die Nachricht an unseren Vorposten. Triff mich dort, sobald du kannst. Verlass dich auf. Ah, alles klar. Da klingt doch noch ein Plan. Die Kirche in Kuningsrast trägt ein großes Horn auf ihrem Turm. Wenn das Dorf befreit ist, stoße ins Horn und ich weiß, dass du Wort gehalten hast. Oh, wir dürfen wieder ein Horn blasen, Leute. Wir dürfen ein Horn blasen. Das haben wir seit Grantabschür nicht mehr gemacht, ne? Wir bauen wieder auf. Gut. Wir schauen uns mal an, wo das so ist. Kuningsrast da drüben. Aber das machen wir, wie gesagt, nicht mehr heute. Das nehmen wir uns für das nächste Mal auf. Also, habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis dann. Tschüss.